Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Vollpfosten. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Heute zeigen wir euch Vollpfosten in dem Fall aus dem Hause Zoch. Das Ganze ist für 3 bis 8 Spieler, das funktioniert übrigens auch mit sehr vielen Spielern. Wir zeigen euch das Ganze zu dritt, der Elias, die Mama und der Vollpfosten, hätte ich beinahe gesagt, der Jörg. So, das Ganze ist ab 7 Jahre, geht 20 Minuten und das sind aufbauende Regeln. Das heißt, wir zeigen euch erst einmal das ganz einfache Spiel. Wir haben hier die Stäbchen, weil wir hier zu dritt spielen. Das heißt, der Schnellste bekommt das lange Stäbchen, der Zweite bekommt praktisch jetzt hier, wenn er korrekt alles gemacht hat, das kleinere Stäbchen. Wenn die Stäbchen weg sind, dann werden natürlich die Stäbchen in die Länge gelegt und der mit dem längsten zusammenhängende Stäbchen hat gewonnen. Wir haben hier ganz viele Würfel. Wir nehmen für das erste Spiel nur den weißen Würfel. Und wir haben hier die Stäbe. Schaut mal an, die lege ich jetzt einfach ein bisschen näher, dann seht ihr es in der Kamera auch gut. Und nachher würfelt einer. Ist ganz einfach. Wenn man, Elias, wenn man ein A hat, wenn ich ein A gewürfelt habe, nach was musst du dann schnappen? Nach dem A. Und ich muss nach dem B schnappen, damit ich zumindest auch ein Stäbchen kriege. Ist echt nicht schwer. Jetzt wird es witziger. Hier, schaut mal, ein Tier mit den meisten Füßen oder hier mit den meisten Strichen oder mit den meisten Eckpunkten. Was haben wir hier? Den größten Stab. Ja, das war auch richtig. Was haben wir hier noch? Ah, die Zahl natürlich, was wir haben, die Größe. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Wir spielen das erst einmal ganz einfach, dass er es kennenlernt. Oh, der Elias will anfangen. Und der andere Würfel kommt auf die Seite. Die meisten Formen, wo waren das? Ich glaube, der hier. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 8. Oh. Ah, der Elias hat weniger, das heißt, die Silke bekommt einen länger. Dann kriege ich ein kleines Stäbchen und wieder zurückmachen. Übrigens, ihr dürft nicht wieder zurückstellen. Ihr dürft auch mit diesem Würfel nur mit einer Hand greifen. Ihr könnt euch denken, was da noch an Besonderheiten kommt. Höchste Zahl. Oh, jetzt brauche ich auch nicht mehr nach der 4 greifen. So, die Silke hat die 6, das heißt, sie bekommt ein langes Stäbchen. Der Elias hat die 5. So, und so geht es weiter. Wir zeigen euch noch ein paar Sequenzen. Oh, wieder die... Okay, Schnelligkeit, Hektikspiel, aber das Ganze wird nachher noch verrückter. Das kann ich euch sagen. Oh, jetzt aber. Jetzt habe ich auch mal eins. So, jetzt geht's weiter. Momentan führt die Silke, die hat die meisten, die größte. Ich muss immer so gucken, weil ich gedacht habe, der sieht so aus. So, super, die Silke hat wieder... Ja, hängt natürlich auch vom Alter ab, wenn gleichaltrige Kinder zusammenspielen. Wo ist denn das A? B? Oh, hast du das A? Gleichaltrige Kinder zusammenspielen ist natürlich was ganz anderes, als wenn Erwachsene natürlich mit Kindern spielen. Die meisten Striche. Jetzt hätte ich beinahe das hier, das wäre ja total doof gewesen. Zähl mal deine Striche. Übrigens, natürlich, wenn man mit mehr als 3 Spieler, dann kommen noch hier die 6. Tütchen, beziehungsweise die Stäbchen dazu mit den weißen Stäben. Es gibt auch die Variante, damit es ausgeglichener ist, dass der, wo den ersten Platz, also das lange Stäbchen bekommen hat, die Hände unter den Tisch nimmt. Gut, dass die Mama das sagt. Wenn der Papa so gut ist, dann kann er gar nicht würfeln quasi. Nein, doch. Er kann schon würfeln. Aber in dem Fall geht es natürlich länger, bis ich zugreife. Das ist übrigens auch eine tolle Möglichkeit. Ja, das steht, glaube ich, hinten in der Variante drin. Wir sind schon in der Variante. Aber ich mache mal weiter. Das ist ein Handicap für die, für den Vollpfosten. Hände unter die Oberschenkel legen. Genau. So. Wie seht denn ihr das so schnell? Ich habe 4 Striche. 5. Ich habe 6. Oh. Und das war in dem Fall... Naja, nicht allzu erfolgreich. 3 Stäbe gut, ist du hast richtig ja mal, gut. Du bist schon mal raus. Wie? Ich bin schon mal raus. So, und dann legt man die daneben und der, wo dann die längste Linie, der hat gewonnen. Mama. Aber jetzt sagen wir natürlich noch, was die anderen Würfel machen. Jetzt zeigen wir euch nochmal eine Runde mit einem orangen Würfel, aber ich sag nochmal was zu den ganzen Würfeln dazu. Diesen weißen Würfel, den nehmt ihr immer dazu. Ihr könnt dann natürlich, da fliegen wir schon aufeinander, einen orangefarbenen Würfel dazu nehmen. Das streng genommen heißt einen hellen, dann einen dunklen. Ihr könnt natürlich auch den blauen dazu nehmen. Das heißt, hier natürlich, um das Ganze nochmal verrückter zu machen. Das heißt, der bestimmt, was man tun muss, bevor man dann zuschnappt. Und wer es ganz extrem machen will, der macht, nimmt den grünen Würfel. Und der bringt natürlich hier den Kontakt mit den Mitspielern zum Tragen, was man hier teilweise an den Symbolen sieht. Ich sage ganz kurz was zu den farbigen Würfeln, dann zeigen wir euch nochmal eine Runde mit einem orangefarbenen Würfel.
Damit wir auch gleich einsteigen können, hilft mir jetzt die Silke. Sie zeigt einfach die Würfel und dreht sie ein bisschen rum, weil die meisten Symbole, denke ich mal, werden genau aussagen, was man machen muss. Das heißt, je nach Würfelsymbol muss man mit der anderen Hand greifen oder man muss genau das Gegenteil greifen in dem Fall. Oder man muss solche mit dem Handrücken dann auch greifen oder mit Ringfinger und kleinem Finger greifen. Das ist auf jeden Fall mit dem orangefarbenen Würfel alles möglich. Dann gehen wir gleich zum blauen über. Mehr Action natürlich. In die Hände klatschen in dem Fall oder aufstehen in dem Fall, aufstehen und sich drehen oder einmal um den Tisch bzw. um den Stuhl laufen, hat man auch Möglichkeiten oder mit den Handflächen nicht die Decke, nicht den Tisch, aber den Boden berühren oder je nachdem auch wieder mal hochspringen, das ist auch möglich. So und zum Schluss noch den grünen, dann wird es ganz verrückt, weil der bringt den Kontakt. Du hast den zweiten blauen. Oh, den blauen habe ich auch vergessen, hier sieht er natürlich auch nochmal die Möglichkeiten mit dem blauen. Ja, was sagt das? Den zweiten blauen, ich bin schon bei grün. So, ich denke, das dürfte euch was sagen. Er muss zum Teil natürlich was machen. Krähen wie ein Hahn oder wie ein Hund bellen in dem Fall. Zähle rückwärts von 6 bis 1. All das ist hier angegeben. Natürlich strecke die Zunge raus und so weiter. Jetzt sind wir aber beim Grün. Den hat nämlich der Elias noch in der Hand. Und der Grüne, genau der bringt natürlich den Kontakt mit dem Mitspieler. Die Silke zeigt das am besten mal, weil der Elias ein bisschen weit weg sitzt. So, jetzt sage ich euch das auch nochmal. Das heißt, man klatscht mit dem rechten, linken Nachbarn in dem Fall einfach die Hand ab, so ein High Five in dem Fall oder in dem Fall mit der Faust zusammen. High oder five. Man nimmt in dem Fall, man klopft dem einfach auf die linke, rechte Schulter. Das kann man natürlich auch machen oder tätschelt ihn auf den Kopf oder stupft ihn in dem Fall ans Kinn. All das sind natürlich verrückte Möglichkeiten, die man hier durchführen kann, sofern man den grünen Würfel mit ins Spiel nimmt. So, da sind wir. Jetzt zeigen wir euch das Ganze mit dem orangen Würfel einfach nochmal in der Beispielrunde. Ist gar nicht so einfach. Das heißt, wir haben den weißen Würfel, der ist standardmäßig immer dabei und wir haben einen orangen Würfel. Vielleicht lege ich es ein bisschen rüber, dann sieht man es ja in dem Fall. Das sind solche weiche Würfel. Das sind ja so schaumstoffmäßig. Festerer Schaumstoffwürfel. Deswegen hört man die am Tisch fast gar nicht. So, die Silke würfelt und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, die Striche allerdings... Die wenigsten, ja? War das? Oh. Die falsche Hand, also die nicht die Greifhand und die wenigsten Striche dann eben. Da haben wir es, das heißt die andere Hand nehmen und mit den wenigsten Strichen. Ja, wer ging leer aus? Papa hat gar nicht gegriffen. Ich habe zu lange überlegt. Papa, nee. Jetzt musst du ordentlich hinsetzen. Ich habe am wenigsten, okay. Ja, das ist trotzdem nicht, dass du hier. So, ich schieb's nochmal so rüber. Das sieht man gar nicht. Du hast die falsche Hand genommen. Ich habe auch die falsche Hand genommen. So, ihr habt ja gar nicht gesehen. Schaut mal, das war gerade angegeben. Das heißt, die andere Hand und noch die wenigsten. Och nee! Alina, komm her, ich brauche deine Hilfe. So, jetzt habe ich Unterstützung. In dem Fall, die Alina hilft mir. Ja, der Elias, guck mal, du musst schauen, was wir haben. So, ein bisschen rüber. Papa. Nee, nee, nee. Hä? Die wenigsten? Schlange hat keine. Oh. Der Vogel hat zwei. Das sind genau die Spiele, die finde ich super. Aber das müsst ihr anders beurteilen. Nein! Wie viel hast du? Zwei Striche ein? So, langsam für die Zuschauer. Das heißt, wir haben... So... Der Elias fängt schon an zu schwitzen. Wir zeigen euch allerdings das nochmal ein Beispiel. So, jetzt nochmal langsam das Beispiel, weil der eine oder andere sagt, Jörg, das geht mir zu schnell. Wir haben jetzt hier die Striche und zwar umgekehrt. Der Elias und die Silke haben jetzt danach gegriffen und zwar die wenigsten Striche. Ich war leider zu spät. Ich habe es noch gesehen, aber ich war leider zu spät. Ihr seid richtig gut. Jetzt legt man alle Stäbchen nebeneinander. Ihr müsst jetzt alle Stäbchen nebeneinander legen und der, wo das den längsten zusammenhängenden Stab hat, der hat gewonnen. Guck mal, was ich habe. Ich habe einen. Ich glaube, damit bin ich letzter. Zeig's mal in die Kamera, Elias. Du hast super gespielt. Also bin ich stolz. Das sind genau die Art von Spiele, wo ich einfach nicht mit klarkomme. Aber jetzt habt ihr mal einen Eindruck bekommen. So, Vollpfosten haben wir jetzt gespielt. Der Elias ist begeistert. Übrigens haben wir davor gerade Z gespielt. Jetzt wisst ihr, warum meine Begeisterung mich in Grenzen hält, weil der Elias hat jetzt wieder ein Spiel, wo er den Papa richtig an der Nase herumführen kann. Aber... Z. Und Vollpfosten wahrscheinlich, oder? Ja. Aber
Elias, bei dem Spiel muss man auf jeden Fall zu dritt sein. Bei anderen Spielen schon zu zweit. Vollpfosten müsst ihr, wie gesagt, zu dritt sein. Es sieht auch von den Illustrationen richtig toll aus. Ist ein Hektikspiel, ein schnelles Spiel auf jeden Fall. 7 Jahre Altersangabe passt auch. Elias, was findest du denn toll an dem Spiel, außer den Papa zu ärgern und den Daumen überall zu zeigen, weil es dir so super gefällt? Was gefällt dir denn? Die Mama war nämlich auch gut. Auf was, auf was muss man achten? Es wird aber auf schwieriger. Auf das Schmerz. So, wenn ihr mit jüngeren Kindern das ausprobieren wollt, dann nehmt erst einmal den weißen Würfel, das funktioniert super. Wenn ihr eine lustige Runde seid, abends, wo ihr spielen wollt, und der Elias will gleich nochmal, glaube ich, loslegen, dann nehmt mehrere Würfel dazu, dann wird es richtig lustig. Ich schaue dann zu meistens, ich erkläre dann die Regeln oder Würfel. Nein, ich spiele auch mit. Aber ich habe bei solchen Spielen einfach meine Probleme mit der Zuordnung, sei es jetzt auch Karten, sei es jetzt Stäben, Buchstaben, und das geht sehr schnell, ist aber ein lustiges, witziges, schnelles Hektikspiel, und man merkt ja, es kam in unserer Runde gut an. Ist also durchaus auch für die Gelegenheitsspieler super geeignet, weil die Regeln sind auch wirklich einfach und schnell erklärt. Ich denke, Elias, Alina, das waren alle Infos für die Alina. Die Alina ist noch zu jung dafür, der Elias ist genau richtig für das Spiel. Deswegen sage ich tschüss, macht's gut, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo über Abschmelz. Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Mach's gut, bis bald. Bye, bye, auf Wiedersehen. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.